Der Universalgetriebehebersatz hier vor mir passt auf alle gängigen Getriebeheber in der Werkstatt mit einer Aufnahme mit 25, 30 bzw. 35 mm. Und wie man den benutzt bzw. wie man ihn einstellt, das schauen wir uns jetzt an. Der Getriebeheberaufsatz lässt sich so einstellen, dass Getriebe als Allrad bzw. Automatik sowie ganz normale Schaltgetriebe bis 150 Kilo aufgenommen werden können. Die Verstellung erfolgt über Verschieben der Aufnahmeelemente, und zwar einmal in der Länge und einmal auch in der Breite, so dass ich halt mich immer an den Gegebenheiten anpassen kann des jeweiligen Getriebes. Ich habe halt nicht nur die Möglichkeit, die Grundaufnahmen zu verschieben, sondern auch dann die Aufnahmepunkte selbst. Auch die sind in der Höhe und auch auf den Achsen verschiebbar. Und im hinteren Bereich hier drüben habe ich auch noch die Möglichkeit, diese Aufnahmen dann hier in die abgeschrägte Stellung zu bringen, um dann halt noch bessere Aufnahmepunkte zu bekommen. Zusätzlich ist es mir möglich, die Achsen hier über die Stellschrauben einzustellen. Somit kann ich den Winkel nochmal zusätzlich verändern, weil nicht jedes Getriebe ist an der Unterseite so, dass man es halt absolut gerade aufnehmen kann. Ja, man sieht es halt hier schon, man kann den Winkel sehr, sehr leicht verstellen. Und zusätzlich dann, wenn ich das Getriebe am Ende runternehme, habe ich hier nochmal zusätzlich den Gurt, den ich oben übers Getriebe legen kann, um es dann zu sichern.